Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas, wo wir gestern aufgehört haben mit dieser schönen Aufgabe hier. Wir müssen B-Dub auseinandernehmen, beziehungsweise das ganze Viertel und die ganze Hood in Glen Park. Und da mischen wir jetzt mal ein bisschen was auf, um den scheiß Penner über den Haufen zu schießen. Wir sind fast am Ende vom Spiel, würde ich sagen. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Gut, dass die Gegend uns noch nicht gehört hat oder so. Greift die Boards an und erobere ihr Gebiet. Hit those balls hard. Johnson boys rolling through. What's up, fool? Why you bust? What you Halt die Fresse jetzt hier. Haben wir für die Waffe eigentlich schon einen Hitman? Ja, aber fuck. Für die Waffe haben wir nicht genug Munition, um mit kurz Hitman-Level zu machen. Die ist nämlich gleich leer. Gut. Für die haben wir Hitman-Level. Für die nicht. Gut, für was haben wir noch nicht Hitman-Level? Für die hier haben wir noch kein Hitman-Level. Also ist vielleicht auch nicht die beste Waffe, um damit jetzt hier einen Gangkrieg zu machen. Kacke, nachladen. Zweite Welle überstanden. Da unten liegt Schutzweste, die hole ich mir mal kurz. So, zack. Wir haben Sweet dabei, deshalb schreit er die ganze Zeit rum. Komm, nachladen. Nice. Das Viertel gehört uns. Perfekt, so. Wo ist jetzt Beat Up hier? Okay, the neighborhood is sold up now. No sign of Beat Up though, dog. Check the place over there. Ja, da ist ein bisschen die Kacke am Dampfen. Sweet, jetzt geh doch mal in Deckung, du Hohlbirne. Man, wir sind auch fast down, aber. Auf zu B-Dub. Erstmal holen wir uns jetzt hier ganz kurz den Stern. Damit wir hier nicht drauf gehen. Hallo Sternchen. So, und dann gucken wir mal nach, ob hier noch irgendwo Schutzweste rum. Ich glaube, der ist gerade über Sweet rübergefahren. Schön, das konnten wir nicht mal verhindern. Das ist behindert, ey. Leck mich doch am Arschle. Hier, gib mir das Auto. Ist das behindert oder was? Der Bulle fährt erstmal über Sweet rüber, ey. Ganz toll. Gut, dass wir das diesen Part schon angefangen haben. Gott, verdammte Scheiße, ich hasse mein Leben, ey. Das mache ich schon wieder richtig wütend. Bäh. Mein Mikrofon hält gerade nicht mehr so, wie ich das will. Das macht mich noch wütender. Gott, und diese ganzen scheiß Dealer hier möchten man einfach nur abstechen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Fahrrad auch so eine Spezialattacke machen jetzt oder so eine Scheiße wie vorher. So, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal. Okay, wir haben die Stelle scheinbar verpasst, wo man runterfahren konnte. Leck mich. Ich hole mir erstmal eine Schutzweste. Ich hätte das jetzt für euch schneiden können, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock zu schneiden. Ich musste den Part von gestern schon so hart cutten, dass die Kacke voll abdämpfen ist. Das wird auch richtig nervig, den Scheiß zu schneiden. So, einmal in Ammunition rein. Gott, ich hasse mein Leben, ey. Feuerwehr wird zum Glück nicht so lange dauern, hoffe ich. Ja, komm, geh mal her. Und dann holen wir uns auch noch ein bisschen Munition für die automatische Shotgun. Für die automatische Shotgun. Der kostet ja die Munition zum Glück nur ein Tausender für 10 Schuss oder so. Ja, für 10 Schuss kostet die Munition ein Tausender.
So eine Frechheit, aber das haben sie in GTA 5 ja besser gelöst. Ja, komm, kaufen wir uns mal 200 Schuss. Dass man noch nicht einfach gedrückt halten kann oder mal ein bisschen mehr Munition kaufen. Nein, man konnte immer nur 10 Schuss kaufen. Hast du mein Leben, Alter. Wir haben nur noch 1,4 Millionen. Gott, ja, ja, die Revolution. Ich sollte ins Gesicht schießen einfach. Es gibt für die Sniper tatsächlich nicht mal einen Waffenskill. Scheiße, hätten wir uns für die Pistole auch gleich mehr Munition kaufen können. Weil die trainieren wir ja auch ein bisschen. Egal. Ich habe mit Freddy mal gequatscht, beziehungsweise auch mal die Kommentare einfach abgewartet. Die Kommentare sagen, also Freddys Kommentar sagt, keine Freunde machen. Freddy hat mich allerdings gebeten, die Einbrechermissionen zu machen. Die kann man ja noch auf ein Maximum bringen, nämlich auf 10.000 Einnahmen. Und das werden wir dann wohl im Endeffekt machen. Wir müssen allerdings auch noch Feuerwehrmission machen, Zug, Kurierdienste, Hotel, Wettflüge in Las Venturas. Naja, Schnauze. BMX-Challenge, Energie-500-Challenge, Mountainbike, fahren. Also wir müssen noch alles Mögliche machen. Oh Gott, das ist eine Einfahrt zu früh. Warum laggt das gerade so hart? Ich renne da eigentlich gerade nicht im Nachhinein. Halt die Fresse. So, jetzt fahren wir hier wieder raus. Nach Glen Park. Jetzt können wir das wieder einnehmen. Sehr gut. And that fool had it coming too long. We'll take the whole neighborhood apart. Yeah, let's roll. Ja, wir nehmen das ganze Viertel auseinander, kein Problem. Haben wir gerade eben schon gesehen. Viertel auseinandergenommen hat gut geklappt. Sterben hat auch gut geklappt. War behindert, weil einfach so ein Bulle über ihn rüberfährt. Was mich schon wieder richtig getriggert hat. Aber diesmal läuft besser, hoffe ich. Haben ja auch erst 7 Minuten verschwendet. Indem wir das gleiche gemacht haben wie im letzten Part. Normalerweise würde ich das cutten, aber... Freddy meinte, ich soll nicht mehr so viel cutten. Also cutte ich nicht mehr so viel, ist ganz einfach. Hier bleibt gleich liegen, Assi. Kotze, Alter. Gleich die Schnauze halten, der Hurensohn. So. Da noch zwei. Erste Welle. Ich glaube, die Autotüren sind durchschießbar, aber ich setze mich trotzdem mal hinter eine hinter. So, komm. Perfekt. Schön, erstmal alles umlatzen. Komm, da kommen sie noch. So, jetzt laufen wir mal ganz kurz hier rüber. Und tanken mal ein bisschen Schutzweste. Komm, jetzt spawnen sie. Spawnen wieder alle da, okay? Könntest du dich nicht vor mich stellen, vielleicht? Das wäre total toll. Schlampe. Das Viertel gehört mir. Jo, nice. Im letzten Kampf nicht mal Schaden genommen. Perfekt. Hatten wir schon. So, und das werde ich jetzt hier mit der Waffe machen. Nicht mit der, mit der. Sweet. Sweet! Wie wäre es, wenn er sich nicht für jeden Schuss vor mich stellt? Gleich, ich hol erst den Stern dieses Mal.
Nimm den doch. Bevor Sweet wieder umgefahren wird, Alter. Sweet, komm mit. Stell Beat Up zur Rede. Ich will einfach seine Tür eintreten, Alter. I ain't no choice, I was threatened. Shit came from the boss, homie. What? Pop this motherfucker, man. I'm tired of hearing this bullshit. No, man. I'm sorry, dog. Huh? Smoke's fucking crazy. He paranoid. Just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll snap your fucking tongue out. Man, I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. I'd have wet your shirt anyway. Bear! Hey, Bear, get the fuck out here. What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot him. The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired. Bear, what the fuck you doing? I'm tired. Come of on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. Oh shit. I'm free. Man, what the fuck you do that for, man? CJ, man, come on, put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. Blast from the past. Hey, let's take a ride, homie. I'm gonna shoot you somewhere you gonna enjoy. Bitte in Entzugsklinik. Back, man. All right, I'll see you in a minute, Bear. Where we going, Sweet? Someplace we can get old Bear back. All right, I'm down for that. Gott, damn it, danke. Haben die Mission geschafft. Kann ich das hier bitte fahren? Angry. Bäh. Hier, gib mir mein Auto. Fotze. Gut, wir haben das geschafft. Wir gehen jetzt erstmal speichern. Dafür kaufen wir uns erstmal dieses Haus hier, was hier um die Ecke ist, was wir uns in den ersten Folgen... Hast du gerade auf mich geschossen, Digga? Es ist mir egal, ob du einer von uns bist, du hast auf mich geschossen. Fotze, Alter. Gleich Respekt hier lernen. So, jetzt kaufen wir uns erstmal das Scheißhaus, was wir uns von am Anfang des Spiels schon mal kaufen wollten, uns aber damals nicht kaufen konnten, weil wir kein Geld hatten. Hat sich inzwischen leicht geändert mit dem Geldstatus. 10k kostet das. Ist ja ein Schnäppchen. Quasi umsonst. Sehr gut. Dann gehen wir mal kurz speichern. Und wir haben jetzt 12, 13 Minuten vertrödelt. Indem wir eine Mission nochmal gemacht haben, die wir letzten Part schon mal gemacht haben. Schön, hier ist wieder auf Klo das Speichern. Gut, und jetzt machen wir noch eine Sweep-Mission. Oder machen wir noch eine CJ-Mission oder machen wir eine Feuerwehr-Mission? Ich glaube, wir machen eine Feuerwehr-Mission. Ich glaube, wir zünden das Auto hier an. Und dann machen wir eine Feuerwehr-Mission. Jetzt dürfte hier gleich die Feuerwehr auftauchen. Wieso haben wir 2 Sterne gekriegt? Feuerwehr? Feuerwehr? Bitte? You stop. You think you hard, huh? You motherfucker. Okay, wir gehen mal kurz die Sterne loswerden. Die Feuerwehr hat keine Lust mehr. Feuer zu löschen, okay. Ich weiß leider nicht, wo so eine Feuerwehr steht. Ich weiß, dass es einen Ort gibt, wo eine Feuerwehr einfach so steht. Aber ich weiß leider nicht, wo die ist. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich eine Feuerwehr gefunden habe. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben den Feuerwehrwagen gefunden. Und damit machen wir jetzt die Feuerwehrbürgermission. Brennendes Fahrzeug in der Gegend um Idlewood. Fahre hin und lösche den Brand. Machen wir. Ist da. Brand gelöscht. Nächstes Fahrzeug in Jefferson. Ja, das machen wir jetzt 12 Missionen lang. Feststell ist keine Sirene, sondern nur eine Hupe. Glück gehabt, dass das Auto da gespawnt ist. So, zweiten Brand gelöscht. Oh. Der Typ brennt auch noch. Bleib da stehen! So, in der Gegend um Idlewood wieder mal. Sag mir jetzt nicht, dass es auf dem Highway, bitte.
Er ist nicht auf dem Highway zum Glück. Er ist hier. Ja, und dann würde ich sehen. Würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich die 12 Missionen hier gemacht habe. Bis gleich. Habt ihr das gesehen? Ich kann da nicht ran. Ist das behindert, ey. Ich nehme jetzt schon wieder eine halbe Stunde auf und hab die ganze Zeit so eine Scheiße. Und kann es nicht löschen. Entweder ich kipp aus irgendwelchen dummen Gründen um. Wie weil ich so fahre zum Beispiel, aber das war jetzt ja fast sogar ein guter Grund. Aber die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich vom Pech verfolgt bin oder... Ich weiß echt nicht, ey. Hasse mein Leben einfach. Bis gleich. Dann hoffentlich am Ende. Ja. Nach weiteren, weiß nicht, 10 Minuten oder so, sind wir jetzt wieder hier. Ich musste 20 Minuten lang allein schon auf dem Mulholland Autobahnkreuz rumfahren. Weil mich ein Auftrag nach da geführt hat. Und dann sollte man eigentlich schon gleich neu starten. Weil dann fährst du erstmal 40 Minuten lang nur auf dem scheiß Autobahnkreuz durch die Gegend. Um irgendwie von A nach B zu kommen. Und verplemperst deine Zeit. Ich habe noch 12 Minuten. Und ja. Wenn ich fertig bin, ungefähr 70 Sachen gelöscht. Das ist so behindert, Alter. Das ist ja eigentlich eine von den einfacheren Missionen. Und die hat trotzdem ewig gedauert. Ich glaube, Krankenwagenmission habe ich am schnellsten abgeschlossen. Das war auch, glaube ich, die einzige Mission, bei der ich nicht richtig Probleme hatte. Zum Beispiel... Oh Gott, nicht hier runterfallen jetzt. Das ist da oben, oder? Komm, sag mir, das ist da oben. Natürlich ist es da oben. Toll. Wenn man da so schön hinkommt. Nicht. Ja, hasse dieses Spiel. Übrigens, wenn man einmal aus der Feuerwehr aussteigt, zählt das direkt als... Du hast verloren. Und hier ist eine Treppe. Warum auch immer auf den Halben eine Treppe führt. Gott. Letztes Level. Den noch und dann noch ein paar. Okay. Brennende Fahrzeuge. Da können wir tatsächlich über diese... Was ist das denn? Okay, wir fahren zuerst zu dem Einzelnen da hinten hin. Den dürfen wir leicht hier rüber erwischen. Ich habe richtig Angst, jetzt nochmal umzukippen, weil wenn man umkippt, man kriegt sich kaum wieder aufgerichtet mit der Karre. Und wenn man aussteigt, hat man verloren. Sofort. Das ist total behindert. Ich meine, bei den anderen kann man immerhin aussteigen. Ein paar Sekunden hat man, um wieder einzusteigen. Nein, hier nicht. Einmal aussteigen ist verloren. Ich glaube zumindest, dass man bei den Krankenmissionen auch aussteigen darf. Ich hoffe, dass jetzt keiner von den Pennern hier meine Leute überfährt. Fast 80 haben wir dann gelöscht, Alter. Idiot. Gott. Die Sachen sind auch irgendwie übertrieben weit auseinander teilweise. Gar keine Ahnung warum. Das ist alles total behindert. Darf ich hier weiterfahren? Ja, darf ich. Danke. Und dann muss ich mich da hinten irgendwie umgucken, wie ich an die beiden rankomme. Aber ich habe ja auch noch 14 Minuten Zeit. Jetzt nicht hastig werden, nicht wieder umkippen. Und nachdem ich das gemacht habe, beende ich auch den Part, weil er geht jetzt schon wahrscheinlich wieder 25 Minuten, schätze ich. Einfach nur wegen diesen behinderten Missionen, Alter. Was war das denn jetzt schon wieder? So, weg mit euch. So, wir sind jetzt wieder hier. Natürlich, eins ist auf der Abfahrt, so wie es... Ne, auf der Auffahrt. Okay, die sind beide hier irgendwo. Ne, natürlich, eins ist noch da unten irgendwo. Da. Fick dich. Na komm, fall um. So, 74... 78 oder so haben wir dann gelöscht. Warum auch immer das so krumme Zahlen ergeben muss. Wahrscheinlich, weil es also 1 hoch 12 ist. Müsste doch 1 hoch 12 sein, oder? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12. Ist das 1 hoch 12? Danke. Ich hasse mein Leben.
Ich bin jetzt absolut feuerfest. Das ist ja schön. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal machen wir eine CJ-Mission und keine Dingensmission. Wünsche euch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Hab die Schnauze voll, er flippt erstmal. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.